Gloria a Dios. Gepriesen sei der Herr. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Ich begrüße die Gemeinde mit dem Frieden des Herrn. Me siento feliz, agradecido a Dios. Ich bin froh und dankbar dem Herrn. De poder estar por primera vez en Europa. Hier das erste Mal in Europa sein zu können. Gracias a Dios. Danken wir Gott. Y al Pastor Walter. Und dem Pastor Walter. Y la aerolínea que nos trajo. Und auch die Airline, die uns hergebracht hat. Para mí es una alegría inmensa. Y como dijera el Pastor Walter, también considero que estar esta mañana es un milagro. Und ich finde, so wie es Pastor Walter auch gesagt hat, es ist eine Ehre, hier zu sein an diesem Morgen. Nunca pensé estar entre ustedes. Ich habe nie gedacht, dass ich zwischen euch sein würde oder bei euch sein würde. Pero el Dios que yo sirvo allá en Argentina, aber den Gott, den ich in Argentinien diene, es un Dios que hace milagros grandes también. Ist ein Gott, der große Wunder tut. Grandes milagros hace Dios. Amen. Große Wunder tut Gott. Y me encanta esta canción. Und ich liebe dieses Lied. Dios es un Dios de milagros grandes. Gott ist ein Gott der großen Wunder. Tu Dios es un Dios de milagros grandes. Gott ist ein Gott der großen Wunder. El Dios de Argentina también hace milagros grandes. Der Gott von Argentinien tut auch große Wunder. Así que a él toda la gloria y deswegen toda la honra. Ihm alle Ehre und alle Ruhm. Tengo que decirte en esta mañana, ich muss dir heute sagen, que usted y yo, dass du und ich servimos a un Dios grande. Einem großen Gott dienen, que hace cosas grandes. Der große Dinge tut. Halleluja. Halleluja. ¿Habrá alguien que pueda decir amén a esa palabra? Kann jemand Amen sagen? También quiero comentarles, ich möchte euch auch noch sagen, en Posadas, la ciudad donde vivimos, in Posadas, in der Stadt, in der wir leben, la provincia de Misiones es el estado, die Provinz von Misiones, das ist der Bundesstaat dort. Dios me ha dado la oportunidad, hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, de ser el capellán mayor del servicio penitenciario. Dort ein Seelsorger zu sein in der Polizei. Y todos los días martes, und jeden Dienstag predicamos en las unidades penitenciarias, en las cárceles, predigen wir in den Gefängnissen dort. Y más de 400 hermanos, und mehr als 400 Geschwister, privados de su libertad, die eingesperrt sind, reciben la palabra de Dios. Empfangen dort das Wort. Así que ahí en la ciudad de Posadas, deswegen in der Stadt von Posadas, tenemos una iglesia poderosa en las cárceles, haben wir eine starke Gemeinde in den Gefängnissen. Y Dios está haciendo cosas buenas. Und Gott tut wunderbare Dinge dort. Dios está haciendo cosas grandes. Gott tut große Dinge dort. Porque él es un Dios grande. Denn er ist ein großer Gott. Y a su nombre. Und seinem Namen. Así que agradezco a Dios, deswegen danke ich Gott, esta oportunidad de poder estar aquí, für diese Gelegenheit hier zu sein. También Dios me ha dado el privilegio, und Gott hat mir auch das Privileg gegeben, de pastorear una iglesia, Pastor in einer Gemeinde zu sein, fundada por mi padre hace 35 años, die vor 35 Jahren von meinem Vater gegründet wurde. Y hace 12 años, und vor 12 Jahren, que estoy trabajando allí en la iglesia, arbeite ich dort in der Gemeinde. Y Dios nos ha bendecido grandemente. Und Gott hat uns sehr gesegnet. Y soy feliz en servir al Señor. Und ich bin froh, dem Herrn zu dienen. Y este viaje a Europa, und diese Reise nach Europa, esta experiencia que estoy viviendo, diese Erfahrung, die ich hier durchlebe, enriquece mi vida espiritual, die stärkt auch mein geistiges Leben. Y también enriquece mi ministerio ahí en Argentina. Und auch mein Leben in Argentinien. Entonces estoy feliz. Abra su Biblia. Vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. Öffnen wir die Bibel und wir lesen einen Text aus der Heiligen Schrift. En el libro de Mateo, in Matthäus, capítulo 7, Kapitel 7, versículo 15 al 20. Von 15 bis 20. Leo o leo? Bueno, no. Mateo, capítulo 15, perdón, capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, Vers 15 bis 20. El que encontró dice amén. Und wer es gefunden hat, kann Amen sagen. Dice la Biblia, und die Bibel sagt, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo lo vamos a conocer? Wie werden wir sie erkennen? Por sus frutos. An ihren Früchten. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amen. Matthäus 7, ab Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Trauben und von Disteln keine Feigen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. He puesto como título este sermón para compartir con ustedes esta mañana. Der Titel dieser Predigt, die ich mit euch teilen möchte. Árbol bueno. Guter Baum. Diga al que está a su lado. Sage deinem Nächsten, ne? Patrick. Hernán. Vos sos un árbol bueno. Du bist ein guter Baum. Nosotros tenemos una mirada. Wir haben einen Blick. Muy humana, einen sehr weltlichen Blick. Muy conservadora, einen sehr konservativen Blick. Con respecto a la naturaleza. Wenn es um die Natur geht. Yo estoy impresionado acá en Alemania, und ich bin überrascht hier in Deutschland. Por el cuidado que tienen hacia la naturaleza. Um die Art und Weise, wie ihr euch um die Natur kümmert. Es muy distinto a lo que vivimos nosotros. Es ist sehr anders als das, was wir leben. Pero ustedes tienen un cuidado muy especial hacia la naturaleza. Aber ihr kümmert euch sehr um eure Umwelt. Entonces nosotros, como seres humanos, also wir als Menschen, ne, tenemos una mirada, haben eine Sichtweise con respecto al árbol. Auf, und schauen auf den Baum. Usted y yo, du und ich, vemos a los árboles como buenos. Wir sehen die Bäume alle als gut. El que lleva fruto, die Früchte tragen y el que no lleva fruto. Und die keine Früchte tragen. Es un árbol bueno. Es ist ein guter Baum. Coincidimos en eso? Sind wir uns einig? Claro, porque si no tiene frutos, denn wenn es keine Früchte trägt, puede dar otra utilidad. Dann hat es vielleicht eine andere Funktion. En nuestras tierras, in unserem Land, se plantan muchos pinos. Gibt es viele Tannenbäume, para, aserrar su madera. Damit wir daraus Holz schaffen können. Pero el pino no tiene fruto. Aber dieser Tannenbaum hat keine Früchte. No podemos decir que es un árbol malo. Wir können aber nicht sagen, dass es ein schlechter Baum ist. Entonces, nuestra naturaleza, also unsere Natur hacia nuestros ojos, in unserer Sichtweise es un árbol bueno. Sagt, dass das ein guter Baum ist. Porque gracias al pino, denn durch den Tannenbaum tenemos los muebles de la casa. Können wir Möbel haben zu Hause. Tenemos las sillas, können wir Stühle haben. Tenemos las puertas, können wir Türen haben. Y se hacen muchas cosas con el pino. Und es werden viele Dinge aus Holz gemacht. Se exporta. Man kann das exportieren. Mandamos a Alemania el pino misionero. Wir schicken es nach Deutschland, den Missionstanne. Así que para nosotros es bueno. Und für uns ist es gut. Esa es nuestra mirada. Das ist unsere Sichtweise. Pero yo tengo que decirte en esta mañana, aber ich muss dir etwas an diesem Morgen sagen, que Dios tiene una perspectiva distinta a la nuestra. Dass Gott eine andere Sichtweise hat als unsere. Sabemos que la Biblia es un libro espiritual. Wir wissen, dass die Bibel ein geistiges Buch hat. Entonces, cada vez que Dios nos mira a nosotros, das heißt, jedes Mal, wenn Gott auf uns schaut, en ese mundo espiritual, in dieser geistigen Welt, dice la Biblia, sagt die Bibel, que Dios te ve como un árbol. Sieht Gott dich wie ein Baum. A los ojos de Dios, in den Augen Gottes y en el mundo espiritual und in der Dios, geistigen Welt Gottes vos sos como un árbol. Bist du wie ein Baum. De esa manera te ve Dios. Auf diese Art und Weise sieht dich Gott. También te ve como una casa. Er sieht dich auch wie ein Haus. Por eso la Biblia dice que el diablo anda, como un león rugiente. Deswegen sagt die Bibel, dass der Teufel wie ein Löwe um uns herum ist. Anda mirando. Er schaut auf uns. Anda observando. Er observiert uns. Y cuenta las sagradas escrituras, und die Bibel sagt uns auch, que de repente, dass plötzlich, cuando un cristiano salvado por Cristo, wenn ein Christ, der von Christus errettet wurde, abandona Jesús, die seine Wege verlässt, se va para el mundo, und in die Welt geht, el diablo que entiende el mundo espiritual, der Teufel, der die geistige Welt kennt, ve que es una casa nueva, sieht, dass das ein neues Haus ist, ve que una casa limpia, sagt, das ist ein sauberes Haus, ve que todo funciona en esa casa, sieht, dass alles funktioniert in diesem Haus, y mira por la ventana, und schaut durch das Fenster, y dice, wow, und sagt, wow, qué linda casa, was für ein schönes Haus.
Y va y busca siete demonios peores que él. Und sucht sich noch sieben Dämonen, die schlimmer sind als er. Y viene y entra en esa casa. Und möchte in dieses Haus hinein. Y hace desastre. Und zerstört es. Porque hay ocho demonios peores dentro de esa casa. Denn es gibt noch schlimmere Dämonen in diesem Haus als vorher. Por eso que figurativamente, deswegen bildhaft gesehen, quiero decirte esta mañana en el nombre de Jesús, möchte ich dir sagen im Namen Jesus, que Dios te ve como una casa y como un árbol. Dass Gott dich sieht wie ein Haus und wie ein Baum. Ahora lo interesante es como vos y yo, das Interessante ist aber, wie du und ich vemos a Dios. Gott sehen. De qué manera lo vemos? Wie sehen wir Gott? De qué forma lo vemos? Auf welche Art und Weise sehen wir ihn? ¿Será que Dios es un gran hombre de barba blanca en un trono? Ist Gott etwa ein alter Mann mit einem langen Bart auf dem Thron? ¿Será que Dios es un ángel que anda por ahí y no lo vemos? Ist Gott etwa wie ein Engel, der hier umherschwirrt? ¿Será que Dios es la naturaleza que apreciamos todos los días? Ist Gott etwa die Natur, die wir hier überall sehen? ¿Cómo veo a Dios? Wie sehe ich Gott? Si yo le preguntase a cada uno de ustedes, wenn ich jeden Einzelnen hier befragen würde, probablemente, würden wahrscheinlich, cada uno me diría una forma que ve a Dios distinto. Würde jeder Einzelne sagen, eine andere Art und Weise, wie er Gott sieht. La primera vez que subo un avión tan grande, das erste Mal, wo ich in einem großen Flugzeug war, fue cuando, volamos desde San Pablo hasta Frankfurt. War es, als ich von São Paulo nach Frankfurt geflogen bin. Y yo venía sentado en el avión. Und ich saß in dem Flugzeug. Después de 5-6 horas de viaje. Nach 5-6 Stunden im Flieger. Y miré por la ventanita del avión. Und schaute aus dem Fenster. Vi el ala del avión. Und ich habe die Flügel gesehen. Las nubes y el cielo. Ich habe die Wolken gesehen im Himmel. No se veía otra cosa. Man hat nichts mehr anderes gesehen. Y dije, Dios está acá. Und ich sagte, Gott ist hier. Dije, Dios es esto. Und ich sagte, Gott ist das. Y le dije al Pastor Walter, estamos más cerca de Dios. Und ich sagte, Pastor Walter, wir sind jetzt näher an Gott. ¿Cómo ves a Dios? Wie siehst du Gott? Él es un árbol bueno. Er ist ein guter Baum. Vos sos un árbol bueno. Du bist ein guter Baum. Ahora Dios, en el mundo espiritual, aber in der geistigen Welt, sagt Gott, Dios no ve como vemos nosotros. Sieht Gott nicht so, wie wir sehen. Dios ve un árbol bueno y uno malo. Aber Gott erkennt einen guten und einen schlechten Baum. Y ahí tenemos la gran confusión. Und jetzt kommt die große Verwirrung. Porque nosotros vemos a los árboles buenos. Weil wir sehen ja nur gute Bäume. Todos. Alle Bäume sind el gut. Que tiene fruto, die mit Früchte y el que no tiene und fruto. Die ohne Früchte. Pero en el mundo espiritual de Dios, aber in der geistigen Welt Gottes, el árbol bueno, ist der gute Baum, es el que lleva fruto. Der da Früchte trägt. Ja. El árbol bueno, der Baum, der Früchte trägt, es el que lleva fruto. Ist der gute Baum. El que no tiene fruto, der Baum ohne Früchte, para Dios, ist für Gott es malo. Unnütz, schlecht. Entonces depende de mí, also ist es von mir abhängig, si llevo frutos o no, ob ich Früchte trage oder nicht. Frutos buenos. Gute Früchte. La Biblia habla cuáles son los frutos que tenemos que llevar. Die Bibel spricht über die Früchte, die wir tragen müssen. En Gálatas capítulo 5 encontramos. In Galater Kapitel 5 finden wir diese ganzen Früchte. Los frutos que tenemos que tener. Die Früchte, die wir tragen müssen. En nosotros, en nuestra vida, porque somos árboles buenos. In unserem Leben, weil wir sind gute Bäume. Dice la Biblia que uno de los frutos que usted tiene que tener es el amor. Die Bibel sagt, einer der Früchte ist die Liebe. ¿Cómo está tu fruto de amor? Wie geht es deiner Frucht der Liebe? Ah, Pastor, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo ve usted el amor? Pastor, was ist für dich Liebe? Wie siehst du Liebe? La Biblia dice lo que es el amor. Die Bibel sagt, was Liebe ist. El amor todo lo sufre. Die Liebe übersteht alles. Todo lo soporta. Die Liebe leidet alles. El amor todo lo cree. Die Liebe glaubt an alles. El amor es perdonador. Die Liebe vergibt alles. Esos son los frutos que tenemos que llevar. Das sind die Früchte, die wir tragen müssen. Esos son los frutos que están en mi vida. Das sind die Früchte, die in meinem Leben sind. Porque si esos frutos no están, denn wenn diese Früchte nicht sind, soy un árbol malo. Dann bin ich ein schlechter Baum. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, aber ich möchte dir an diesem Morgen en sagen, el nombre de Jesús, im Namen Jesus, que vos y yo, dass du und ich somos árbol bueno. Gute Bäume sind. Somos plantíos de Jehová, dice la palabra. Wir sind die Pflanzen von Gott, sagt das y Wort. Como árbol bueno, und als gute Bäume vamos a llevar frutos buenos. Werden wir gute Früchte tragen. Tenemos que llevar el fruto del gozo. Wir müssen die Frucht der Freude tragen. Otro fruto del Espíritu. Eine weitere Frucht des Geistes. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Wann müssen wir in Freude sein? Siempre. Immer. En las buenas. In den guten. Y en las malas. Und in den schlechten. Hay creyentes que andan gozosos solo en las buenas. Es gibt Christen, die sind nur in den guten Zeiten froh. In Argentinien. En las malas terminó el creyente. In den schlechten Zeiten sind sie keine Christen mehr.
Pero la Biblia dice, aber die Bibel sagt, que el fruto bueno, dass die gute Frucht está en el árbol bueno. In einem guten Baum ist. El árbol de naranjas. Der Orangenbaum siempre da naranjas. Wird immer Orangen bringen. El creyente bueno, der gute Gläubige siempre anda gozoso. Wird immer in Freude sein. Dice, Gloria a Dios. Und viele können den Herrn verherrlichen dafür. Halleluja! Halleluja! Porque él tiene el fruto, weil er hat die naturaleza. Frucht an die Natur. Da ese fruto. Gibt diese Frucht. Ah, qué lindo la palabra del Señor. Wie schön ist das Wort Gottes. El otro fruto que habla el apóstol Pablo. Eine weitere Frucht, von der Apostel Paulus spricht, es que usted y yo tenemos que tener paz. Ist, dass du und ich Frieden haben müssen. Por más que Ucrania y Rusia estén en guerra, egal, ob die Ukraine und Russland im Krieg usted sind. Usted y yo estamos en paz. Wir sind im Frieden. Por eso cada vez que nos vemos decimos paz del Señor. Deswegen jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagen wir der Frieden des Herrn. Porque usted y yo tenemos el fruto de la paz. Denn du und ich haben die Frucht des Friedens. Somos árbol bueno. Wir sind ein guter Baum. Cuando venga el enemigo a tu mente y a tu corazón, wenn der Feind in deinem Herzen und deine Gedanken kommt, a decirte algo, um dir zu sagen, usted le diga, yo soy fruto bueno, dann sag ihm, ich bin ein guter Baum. Yo tengo alegría, tengo paz, tengo gozo. Ich habe Liebe, ich habe Freude, ich habe Frieden. Tengo paciencia. Ich habe auch Geduld. ¿Cuánto dicen amén? Wie können viele kein Amen sagen? Pero pastor, esto no cambia, esto sigue todo igual. Aber Pastor, es ist immer alles gleich, es ändert sich nicht. Pero usted tiene el fruto de la aber du hast den Frucht der Geduld. Entonces, el diablo con usted no puede recoger nada. Das heißt, der Teufel kann dich gar nicht angreifen. Porque usted tiene paciencia. Denn du bist geduldig. Y si hay alguien esta mañana sin paciencia, und wenn hier jemand geduldlos ist, vamos a orar a Dios, dann möchten wir vor Gott beten, para que le empiece a mandar tormentos, dass er dir jetzt einen Sturm bringt, para que le empiece a mandar aflicción, dass du in Trübsal bist. Porque la aflicción produce paciencia. Denn inmitten des Trübsals wirst du Geduld finden. Así que más vale que usted procure tener el fruto de la paciencia. Deswegen ist es besser, du suchst lieber gleich die Geduld. Halleluja! Halleluja! Qué bueno es el Señor. Wie gut ist unser Herr! Él hace milagros grandes. Er tut große Wunder, porque es un Dios grande. Weil er ein großer Gott ist. Usted es un árbol bueno. Du bist ein guter Baum. Dígale a Satanás, mentira, Satanás. Sage dem Teufel, das ist eine Lüge. Yo soy árbol bueno. Ich bin ein guter Baum. Ahora le voy a decir por qué usted es un árbol bueno. Und ich möchte euch sagen, warum ihr ein guter Baum seid. También dice la Biblia, denn die Bibel sagt auch, para terminar la idea, um die Idee zu Ende zu führen, que usted tiene que llevar benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dass du Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung haben musst. Porque son los frutos del Espíritu. Weil das sind die Früchte des Geistes. Esos frutos están conmigo. Das ist die Frucht, die mit dir ist. Así que usted se tiene que evaluar todos los días. Und das musst du jeden Tag analysieren. El apóstol Pablo decía que todos los días tenía que ir a la cruz, tenía que morir. Denn Paulus sagte, jeden Tag ist er an das Kreuz getreten, jeden Tag muss er am Kreuz sterben. Frutos me falta. Denn wenn einer von diesen Früchten fehlt, yo tengo que procurar, dann muss ich sie suchen. Tengo que buscar ese fruto, dann muss ich diese Frucht suchen. Porque esos son los frutos, denn das ist die Frucht del Espíritu de Dios, des Geist Gottes. Soy yo el que tengo que saber, das muss ich wissen. Soy yo el que me tengo que autoevaluar, ich muss mich selbst beherrschen, soy selbst analysieren. Que mirar para adentro. Ich muss in mein Innerstes schauen. 2. Korinther, Kapitel 11, Versículo 24, dice, examínese cada uno a sí mismo. 2. Korinther 11, Vers 24 sagt, jeder soll sich selbst bewerten, analysieren. Así que usted tiene que examinarse, hermano. Deswegen musst du dich selbst bewerten. ¿Están esos frutos en mi vida? Sind diese Früchte in meinem Leben? Y si no lo está, llegaste al lugar correcto esta mañana, vamos a orar por vos. Und wenn sie noch nicht sind, dann bist du am richtigen Ort, denn wir werden für dich beten. Vas a empezar a florecer. Und morgen fängst du an zu blühen. Porque antes del fruto, denn vor der Frucht aparece la flor. Kommt erst die Blume. La flor anuncia, die Blume zeigt, que detrás viene el fruto, dass danach eine Frucht kommt. ¿Y qué tiene la flor? Und was hat diese Blüte? Perfume bueno. Sie hat einen guten Geruch. Lindo perfume. Einen sehr guten Geruch. Ah, qué lindo, hermano, cuando hay un creyente con un buen perfume. Wie gut ist es, wenn es einen Christen gibt mit einem guten Geruch. A mí me hablaron que en Europa están los mejores perfumes del mundo. Mir sagte man, dass in Europa die besten Parfüms hergestellt werden. Y yo vine con esa promesa. Und ich kam mit dieser Versprechen. Para llevarme un perfume para mi esposa. Um ein gutes Parfüm für meine Frau mitzunehmen. Porque está el mejor del mundo. Weil hier sind die besten. Ah, cuando un creyente tiene un buen perfume. Wenn ein Christ einen guten Geruch hat. Se siente de lejos, hermano. Dann riecht man das von weit weg. Cuando llega alguien con un buen perfume, wenn jemand mit einem guten Parfüm kommt, usted siente de lejos. Dann riechst du das von weit weg. Es buen perfume. Ein gutes Parfum. Es buen creyente. Er ist ein guter Gläubiger. Es un buen hermano. Er ist ein guter Bruder. Que está dando frutos buenos. Er gibt gute Frucht. Porque su perfume, weil sein Geruch es bueno. Ist gut.
¿Cuántos dicen amén? Wie viele können Amen sagen? ¿Cuántos entienden esa palabra? Wie viele verstehen diesen Text? ¿Cómo está tu perfume? Wie ist dein Geruch? En el espíritu. Im Geist. Estábamos en Suiza con el pastor Walter. Wir waren in der Schweiz mit Pastor Walter. Estábamos almorzando en la casa del pastor Nori. Wir haben mit Pastor Noringa gegessen. Y la nuera del pastor Nori. Und die Schwiegertochter von Pastor Noringa. Empezó a hablar de una hermana. Hat angefangen, über eine Schwester zu reden. Y nos contó que esa hermana es una muy buena hermana. Und erzählt uns, dass diese Schwester eine sehr gute Schwester que ist. En una empresa muy importante de Suiza. Und sie arbeitet in einem großen Unternehmen in der Schweiz. Ella tiene el mejor perfume dentro de la empresa. Und sie hat das beste Parfüm in diesem y habló Unternehmen. Con los dueños de la empresa. Und sie hat mit den Chefs des Unternehmens gesprochen. Y le dijo, yo tengo otra hermana para traer a trabajar en esta empresa. Und sagte, ich habe eine andere Schwester, die hier arbeiten kann. Y los patrones dijeron, tráele, si tiene tu mismo perfume, que venga. Und die Chefs sagten, wenn sie genauso ist wie du, bring sie her. Entonces la nuera del pastor Nori fue a trabajar con ella. Also hat die Schwiegertochter angefangen dort zu arbeiten. Y yo en mi corazón mientras que escuchaba la historia. Und als ich diese Geschichte gehört habe, dije quiero conocer a esa hermana porque es de buen perfume. Weil ich sagte, ich möchte diese Schwester kennenlernen, denn sie hat ein gutes Parfüm. Zwei Tage später nosotros estábamos cenando en su casa. Haben wir in ihrem Haus gegessen. Y sentimos con el pastor Walter en el espíritu. Und wir haben im Geist gespürt, esta hermana tiene un buen perfume. Dass diese Schwester einen guten Parfüm hat. ¿Cuál es tu perfume? Was ist dein Parfum? Porque antes del fruto, weil vor der Frucht está la flor. Kommt die Blüte. Y la flor tiene perfume. Und die Blüte hat einen guten Geruch. ¿Cuántos dicen amén? Wie viele können Amen sagen? Hay que cuidarse, hermano. Wir müssen uns umeinander kümmern. Así empieza el relato bíblico. So fängt die Bibel an. Cuídense. Kümmert euch einander. De los falsos maestros. Kümmert euch um, achtet auf die falschen de Propheten. Los falsos profetas. Achtet auf die falschen Propheten. Que vienen vestidos de ovejas. Die als Schafe versteckt kommen. Pero por dentro son lobos rapaces. Aber innerlich sind sie Wölfe. Y el Espíritu le va a dar para que le va a revelar. Und der Geist wird es offenbaren. Cuando es un lobo y cuando es una oveja. Wann es ein wirkliches Schaf ist und wann es ein Wolf ist. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Wie viele können den Herrn dafür verherrlichen? Voy terminando. Und ich komme schon zum Schluss. Hay una sentencia. Es gibt ein Urteil. Para el que no da frutos. Für die, die keine Frucht tragen. Perdóneme, no se enoje conmigo, enojese con la Biblia. Seid nicht wütend auf mich, seid wütend auf die Bibel. El que no tiene fruto, der keine Frucht trägt, será cortado, wird abgeschnitten werden und in das Feuer geworfen werden. Dice la Biblia. Das sagt die Bibel. In der geistigen Welt Gottes funktioniert das so. Parece duro, parece fuerte, er scheint hart zu sein, pero es así. Aber so funktioniert das. Por eso en esta mañana, deswegen an diesem Morgen estás en el mejor lugar, bist du an dem besten Ort, para comenzar a florecer, um anzufangen zu blühen, um anzufangen Frucht zu tragen. Die Bibel sagt, würdig sind die des Geistes. Heute vor uns allen haben wir die Gelegenheit, dass wir Teil sind des richtigen Baumes. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie so eine Ernte funktioniert. Pero el injerto se hace. Aber damit so eine Ernte funktioniert, por dos razones. Geschehen müssen zwei Dinge geschehen. Primero, zuerst cambia la naturaleza de la planta injertada. Wird die Pflanze verändert. Y segundo, und danach se injerta para tener mejor calidad. Wird sie beschnitten, damit sie eine bessere Qualität hat. La Biblia dice que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, wenn wir Christus in unser Leben empfangen, fuimos injertado en él. Dann wurden wir von ihm beschnitten. Y nuestra naturaleza pecaminosa, und unser schlechtes Sein, nuestra naturaleza humana, unser menschliches Sein, cambia. Verändert sich. Tenemos otra naturaleza. Wir bekommen eine neue Natur. Tenemos una nueva naturaleza. Wir bekommen eine neue Tenemos Natur. Una nueva mente. Wir bekommen einen neuen Gedanken. Comenzamos a regirnos por la regla del reino. Wir lassen uns regieren durch dieses Gesetz Comenzamos des Reich a vivir Gottes. De una manera distinta. Wir folgen einem bestimmten Weg. Comenzamos a hacer cosas distintas. Wir fangen an, gewisse Dinge zu tun. Comenzamos a hacer cosas que para el mundo es una locura. Wir tun Dinge, die für die Welt verrückt sind. Pero para nosotros es poder de Dios. Aber für uns ist es die Kraft Gottes.
Comenzamos a viajar por el mundo. Wir fangen an zu reisen durch die Welt. ¿Sabe que ninguno de los dos que estamos aquí en esta mañana? Wisst ihr, keiner von uns zwei, die heute hier sind, teníamos tiempo en nuestra agenda. Hatten wir Zeit in unserer Agenda. Pero como esto es una locura. Aber das hier ist verrückt. Y nosotros estamos envueltos en la locura. Wir sind hier in dieser Verrücktheit. Decidimos cruzar el océano. Und wir sind über den Ozean geflogen. Und sind hier bei euch. Y decirles que ustedes son árbol bueno. Und euch sagen, dass ihr gute Bäume seid. Si el diablo te ha predicado. Wenn der Teufel zu dir gesprochen si el diablo hat. Te ha dicho que no servís. Und der Teufel dir sagt, dass du nutzlos si el diablo bist. Te ha dicho que todo tu futuro está arruinado. Wenn der Teufel sagt, dass deine Zukunft hay una noticia keinen Wert hat, mañana para el reino dann de tinieblas. Gibt es eine Nachricht jetzt für dein Teufelreich. Yo soy árbol bueno. Ich bin ein guter Baum. Yo fui injertado en Cristo. Ich wurde durch Gott beschnitten. Y voy a dar fruto bueno. Und ich werde gute Frucht tragen. Y voy a florecer. Und ich werde blühen. A pesar del tiempo. Trotz der Zeit. Llegó la primavera para tu vida. Es kommt ein Frühling in llegó dein Leben. La primavera para esta iglesia. Es kommt ein Frühling in diese y Gemeinde. Claro esta mañana. Und ich sage an diesen en Morgen, nombre de Jesús, im Namen Jesus, que hay flores nuevas, es gibt neue Blüten, es gibt neue Frucht. Ramastanamakai. Tenemos la oportunidad. Wir haben die Gelegenheit, de ser injertados en Cristo. Von Gott zu beschnitten zu werden, unsere Natur zu ändern und ein guter Baum zu sein, um Frucht zu tragen. Stehen wir auf. Halleluja. Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist hier. No desaproveche esta oportunidad. Lass diese Gelegenheit nicht vergehen. Yo quiero orar a tu favor. Ich möchte für dich beten. No quiero que te vayas de la misma manera que viniste. Ich möchte nicht, dass du gehst, wie du gekommen bist. Tal vez vielleicht en tu árbol, in deinem Baum, en tu vida, in deinem Leben falta alguno de estos frutos que el apóstol Pablo menciona. Fehlen einige von diesen Früchten, von denen Paulus spricht. Tengo en mi iglesia, in meiner Gemeinde, hermanos que cuando termina el culto piden para hablar conmigo. Gibt es Geschwister, die nach dem Gottesdienst mit mir reden wollen? Entonces les llevo a la oficina. Also bringe ich sie ins Büro. Me siento y les escucho. Und spreche mit ihnen, höre ihnen zu. Y lo que pasa generalmente. Und was oft passiert. Me dice pastor, perdí la paciencia. Und sagen sie mir, ich habe die Geduld verloren, Pastor. Y yo me agarro la cabeza. Und ich halte meinen Kopf fest. Digo, estás en un problemón. Und ich sage, du hast ein Riesenproblem. Porque ahora tengo que orar por tinieblas y por perturbaciones y por turbulencias en tu vida. Denn jetzt muss ich für Stürme und Prüfungen in deinem Leben beten. Y me dice, no, pastor, no ore por eso. Und sie sagt, nein, Pastor, nicht dafür. No pierdas la paciencia, entonces. Also verliere nicht die Geduld. Porque la tribulación. Denn die Stürme produce paciencia. Führen zu Geduld. Tal vez hay alguien que esta mañana llegó con poca paciencia. Vielleicht ist jemand geduldlos heute hergekommen. Yo quiero orar por vos esta ich mañana. Möchte für dich beten an diesem Morgen. Que no pierdas la paciencia. Dass du die Geduld nicht verlierst. Porque ahí empieza, hermano, un problema. Weil sonst fangen die Probleme erst richtig ¿cuántos están an. Entendiendo? Dicen amén. Wie viele verstehen das und kein Amen tal vez sagen? Perdiste el gozo. Weil, vielleicht hast du deine Freude verloren. Vielleicht, um in die Gemeinde zu kommen, hast du schon die Freude verloren. Yo nací en un hogar cristiano. Ich bin in einem christlichen Heim nosotros aufgewachsen. Decimos cuna cristiana. Ich, in einem christlichen Ambiente. Mi abuelo era presbítero de la iglesia. Mein Opa war schon Leiter in der Gemeinde. Mi papá pastor de la iglesia. Mein Vater war Pastor in der Gemeinde. Yo también fui llamado al ministerio de la iglesia. Und auch ich war Diener in der Gemeinde. Y teníamos una situación porque mi esposa decíamos si vos trabajas en la iglesia. Und ich hatte ein Problem mit meiner Ehefrau, weil sie sagte, ja, du arbeitest in der Gemeinde. Wie werden wir dann überleben? Entonces yo salí a trabajar. Also habe ich angefangen zu arbeiten. Como me crié en la iglesia. Da ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Canto, oro, predico, bautizo, profetizo, todo junto. Ich bete, ich leite, ich singe, ich taufe, ich mache alles gleichzeitig. Porque nacimos en la iglesia. Weil wir in der Gemeinde aufgewachsen sind. Y mi esposa me decía el día que vos eres pastor de la iglesia. Und meine Ehefrau sagte, ja, eines Tages als Pastor der Gemeinde, dann werde ich, dann lasse ich dich. Porque de qué manera vamos a vivir? Denn wie sollen wir überleben? Entonces yo no confié en el Señor. Und ich habe auf den Herrn nicht vertraut. Y me fui a trabajar. Und habe angefangen zu arbeiten. Para sostener a mi familia. Um meine Familie zu tragen. Y dirigí durante 12 años un colectivo. Era chofer de colectivo. Und ich war für einige Jahre war ich Busfahrer. Pero Dios estaba en el plan, hermano. Aber Gott hatte alles in seinen Händen. Así que nació mi varoncito, 2 años y 3 meses. Und so ist dann mein Kleinstock auf die Welt gekommen. Cuando tenía esa edad, und als 2 Jahre war, paró su corazón. Ist sein Herz stehen geblieben. El único varón. Den einzigen Jungen, den ich hatte. Y cuando estábamos en la iglesia velando a mi hijo, und als wir in der Beerdigung von meinem Sohn waren, el Espíritu Santo de Dios vino a mi corazón. Hat der Heilige Geist in mein Herz gesprochen.
Y me dijo, ¿cómo me vas a servir ahora? Und sagte, wie wirst du mir jetzt dienen? Y ahí yo me paré frente a la iglesia. Und ich stand vor der Gemeinde. Y dije, voy a hacerlo con gozo. Und sagte, ich werde es mit Freude tun. Voy a hacerlo con alegría. Ich werde es mit Freude tun. Porque quiero ver a Carlos Francisco un día en el cielo. Denn ich möchte eines Tages meinen Sohn im Himmel sehen. Así que la obra de Dios. Deswegen das Werk Gottes. Se va a cumplir en tu vida. Wird sich in deinem Leben bestätigen. Vos tenés que decidir. Du musst aber entscheiden. ¿Cómo lo vas a hacer? Wie du es tun wirst. ¿De qué manera lo vas a hacer? Auf welche Art und Weise du es tun wirst. Qué bueno que viniste esta mañana. Wie gut, dass du heute hier bist. Porque Dios está aquí. Denn Gott ist hier. Y Dios quiere bendecirte. Und Gott möchte dich segnen. Dios quiere darte sabiduría. Gott möchte dir Weisheit geben. Para que no sufras. Damit du nicht leidest. Lo que otros sufrimos. Was wir schon durchgemacht haben. Para que no pases. Damit du nicht durchgehst. Por lugares que otros pasamos. Durch die Orte, die wir schon durchgegangen sind. Porque Dios te ama. Denn Gott liebt dich. Por eso vamos a orar esta mañana. Deswegen beten wir an diesem Morgen. Porque tengo que decirte. Denn ich möchte dir sagen. Que eres árbol bueno. Dass du ein guter Baum bist. Diga a su compañero de su lado. Sage zu deinem Nächsten. Patrick. Hernán. Eso es árbol bueno. Du bist ein guter Baum. Halleluja. Du bist ein guter Baum. Halleluja. No vas a ser cortado y echado al fuego. Du wirst nicht in das Feuer geworfen. Mentira del diablo. Das ist die Lüge des Teufels. Él es mentiroso. Er ist ein Lügner. Él es el padre de la mentira. Er ist der Vater der Lüge. Vos sos árbol bueno. Aber du bist ein guter Baum. Vas a tener buen aroma. Du wirst einen guten Geruch haben. Y vas a llevar mucho fruto. Und wirst viele Früchte tragen. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus.